Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Uranai Babas Irrgarten. Und ach du Scheiße, man hat voll den Staubsauger. Schatz, kannst du mal nicht Sitze machen? Ich wollte eben noch mal ein bisschen. Oh, ich wollte gerade mal ein bisschen Dings aufnehmen hier. Wie heißt es gleich mal? Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Sind wir ja auch bald mittlerweile durch. 9 Stufen gibt's, wie gesagt. Wir sind jetzt hier fast mit Stufe 6 durch. Wir müssen jetzt nur noch eine Passage. Einmal durch ein Labyrinth gehen und dann mal gucken, was man da dann für auf den Gegner trifft. Hm? What is it? Are you tired? No, not at all. It's just that he smells kind of good. It's hard to explain, but it makes me happy kind of. Ja, da riech bestimmt wieder Essen, wa? What's wrong, Master Roshi? You're awfully quiet. That voice. I know I've heard it somewhere before. I think we've met somewhere before, but I can tell right off that he's a strong opponent, though. Ach nee, sein Opa. Seriously? I have trouble believing he's a master. Right. Time to fight. Whoever gives up first, lose. If the kid wins, I will divine the Dragon Ball's location. You may begin now. Das ist voll legendär, dieser Spruch von ihr. Das ist doch sein Großvater. Hey, du solltest dich vor dem Kampf verbeugen. Wie cool. Hä? Oh, richtig. Oh, jetzt geht's los. Yeah. Da wollen wir mal. Die Location ist auf jeden Fall richtig geil hier. Auf dieser... auf der Arena. Mit dem geilen Ausblick. Das ist auf jeden Fall... Oh, guckt euch das mal an. Ist doch cool. Mit der Pyramide im Hintergrund. Zack. Ich muss mich jetzt reinhängen. Weil... das ist mit Sicherheit nicht wirklich einfach. Was mache ich denn da? Ja, ich kann es ja gleich schon wieder... Ach, ich bin nicht schlecht. Ich bin ja sowas von schlecht. Ich habe noch nicht mal irgendwie den Alem abgesaugt und... ja, bin tot. Okay. Das war wohl überhaupt nichts. Ich versuche es nochmal. Alter, ist sehr heftig. Du musst bestimmt wieder eine Strategie für dich finden, die du am besten... So, immerhin ein bisschen getroffen. Bald kann ich wieder Kamehameha machen. Ich finde das gut, dass sich das speichert. Immer wenn er seine Fähigkeit macht, dann immer von hinten schön. Well played. Jetzt. Nice. Komm her. Ich mach dich kalt. Nicht mehr viel, dann kann ich Kamehameha machen. Ja, ich kann's machen, ich kann's machen. Komm her, mach doch. Deine Fähigkeit. Ah, oh, das war unfair. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Komm schon. Das hat gesessen, das hat... ja, das hat aber kaum Schaden gemacht, ne? Boah, der ist voll stark. Was? Überrascht. Was überrascht? So ein Fragezeichen. Oh, der kann auch Kamehameha. Von ihm hat das ja gelernt, Son Goku. Von ihm hat das ja. Der ist heftig, der Typ. Ich bezweifle, dass ich den irgendwie in den nächsten 10 Minuten tot kriege. Boah, der ist so heftig. Ne, guck mal, ich hab dir neulich mal die Hälfte seiner Leben abgesogen und er hat mich gleich schon erledigt. Ja, nirgendwo gibt's noch Leben. Das ist, boah, ist das schwer. Scheiße. Ah, muss ich mit dem Kamehameha ein bisschen warten?
Weil die zweite Stufe von ihm ist ja natürlich jetzt nur so ein bisschen heftiger dann. Ja, ist aber schon. Ich stelle mich schon ein bisschen besser an. Ich darf mich halt nur nicht treffen lassen. Das ist halt die Sache. Brauche ich bestimmt wieder ein paar Versuche, aber das wird hoffentlich irgendwie. Mal gucken. Nice. Gut. Dann haben wir ihn gleich schon mal wieder. Bis jetzt habe ich noch kein Leben verloren. Ja, das war schon mal gut. Pass auf, gleich macht er Kamehameha. Muss ich aufpassen. Alter. Alter. Willst du mich verarschen hier? Voll heftig. Boah, das war knapp. Well played. Pass auf, wenn wir gleich, ob er macht gleich wieder Kamehameha. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Nein, ach Mann. Oh, jetzt gar nicht mehr machen, ich hab's gesehen. Well played. Voll schwach irgendwie. Well, oh Mann. Das ist so nervenaufreibend. Well played. Komm schon. Ja, ich hab ihn. Oh, das war so knapp schon wieder, aber. Oh, wenn ich jetzt verloren hätte, ich bin so aufgeregt. Das ist aber auch krass, oder? Voll schwer gewesen. Ergib dich, sonst werde ich dich erledigen. Ich kann echt als Synchronsprecher arbeiten. Oh nein. Wenn jemand den Schwanz angreift, verliert er seine ganze Kraft. Was? Davon hat mir nie jemand was gesagt. Er ist ein großer Meister, klar, er hat den Schwachpunkt erkannt. Moment, jetzt erkenne ich ihn. Was für eine Überraschung. Ich lese ein bisschen schnell, kann das sein? Er hat den Schwachpunkt gesehen, weil er schon vorher davon wusste. Moment, was willst du damit sagen? Dieser Mann ist Son Gohan, Son Gokus verstorbener Großvater. Was? Hoi. Bam. 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 Dame. Son Goku. Scheiße. Du bist ja ein ganz hartnäckiger. Bereit, dich zu ergeben? Nein, niemals. Gib besser auf, sonst wirst du sterben. Scheiße, er hat aber den Schwanz von ihm rausgezogen. Okay, so geil kann ich das nicht machen. Oh no, I tore off his tail. Is that really Goku's dead grandfather? Oh, don't be ridiculous. He died ages and ages ago. Gohan certainly dead, yes. Well, yeah, but why? Why'd you rip my tail off, huh? Now I'm really mad. Uncle, I give up.
Huh? You're a strong boy, Goku. Your training served you. How'd you know my name? Need to work on that tail, though. That's a weak point. Thought I warned you about it, too. Wait, no! You couldn't be! Oh my, how pathetic! You only noticed just now? You guessed it, it's me! So sieht er aus, das ist der Großvater von Son Goku. Voll geil. Grandpa! 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 Oh, quit crying, you wimp! Since when did you come back to life, Grandpa? I haven't come back to life at all. Baba here is Roshi's sister. She can go between worlds. Oh, und der Baba ist Roshis Schwester, was? She scouts dead warriors and sets them to battle here. Wait, so does that mean we can live together again? Sorry, doesn't work that way. I can come back one day only. He said to let him know if a kid with a tail I foretold you coming here, so he came down to see you. Now we can find out where the last ball is, Upa, and bring your dad back to life. But Goku's grandpa is dead too. What about him? Oh, das hab ich's gut. No worries, son. I like it where I am. Master Roshi's watching over Goku too, so I'm not worried. Now I can go back to the other world in peace. You're going back already, Grandpa? Oh, I can't wait to see you once you're even stronger, Goku. Bye-bye, Grandpa. I'm glad I got to see you. Sure. Farewell for now. See you, Grandpa. Once my tail grows back, I'm gonna start training it, too. Sobald mein Schwanz nachgewachsen ist, werde ich ihn auch trainieren. His tail is his weak point. Ja, das ist Prinz Pilaf. He won't find my Dragon Ball inside this special case. But I can see him, thanks to my satellite radar here. I'm not scared of him anymore. Time to get his Dragon Ball. So. Nach 13 Minuten haben wir endlich das letzte Level geschafft. War aber auch episch. Das war echt cool mit dem Großvater und so. Das war schon ganz cool. So. Okay. Für das ganze Level 4 Minuten gebraucht und für den anderen Quatsch 9. Bist du verrückt? Scheiße. Choose what saga you wanna try out. Pilafs Aufstieg. Ein Level ist das nur. Alright, let's get started. Dann geht das Let's Play doch schnell, dann kommen noch 8 und 9. Wenn das auch nur so ein paar Level sind, dann ist das ja fix. Baba told Goku the location of the final Dragon Ball. Inside a car headed right for him. Hurrying to the car, Goku finds some familiar faces waiting for him inside. Pilaf versus Goku. This final battle will decide the fate of the world. Or will it? Oh Gott, das war ja die Mutter von meiner Freundin mit dem Lisa, wenn ihr das gehört habt, den Aufnahme, war ja schon relativ laut. Pilafs Aufstieg. Hey, you guys tried to kill me a while back. Oh no, now what? I thought we were gonna get the slip on him, not this. Quit squirming, we've got him all by himself. Just squeeze his tail, and he's totally defenseless. What are you people talking about? I'm impressed. You found my Dragon Ball. You're trying to do bad guy things again, aren't you? Well, knock it off and give me your Dragon Ball. You kidding me? You see, we want them too, so... If you fight us and win, you can have our ball, okay? But
if we win, we get all six of yours instead. Oh, voll fies. Fine by me. We got a promise then? You got it. If you lie, I'll make you eat a sea urchin. Okay, let's go. Let's do this. Das Auto im Hintergrund, das ist doch aus den 90ern, wa? LOL, scheiße. Was ist das? Überrascht, was? Bestaune meine großartigste Erfindung, die Pilaf-Maschinen. Schuh, Mai, bewegt euch. Zeigt ihnen, wie hart und erbarmungslos die Pilaf-Maschinen sind. Zu Befehl, König Pilaf. Zu Befehl. Scheiß, Alter. Ernsthaft? Ich muss jetzt hier gegen zwei Gegner kämpfen. Oh, lol. Ja, okay, aber sie haben alle nicht so ultra viel Leben. Das geht ja dann noch. Na, so stark sind die nicht, die beiden. Es geht. Man darf sie jetzt nicht treffen. Asen! Oh Gott. Oh Gott. Ein paar Schläge, dann sind die aber auch weg. Ja, den habe ich gleich. Ich kümmere mich erstmal um den Grünen. Ja, ich hab ihn. Aber jetzt wirst du dran glauben. Voll der Maid. Es geht aber voll. Die ist gar nicht so stark. Oh lol. Oh nein. Das war knapp. Das war ziemlich knapp. Aber Pilaf kommt ja auch noch. Oh nö. Die darf mich nicht greifen. Aha, wie sie anhand unterbrochen wird. Oh nö, nö, verpiss dich. Hau ab. Ich hab sie gleich. Ich hab sie. So. Jetzt kommt nur noch Pilaf. Die anderen beiden habe ich ja schon. Grö, wie kannst du es wagen? Diesmal kümmere ich mich selbst um dich. Tessa, ich sehe so einen kleinen. Oh, wie unfair ist er ausgewichen. Alter. Alter, übertreib halt einfach. Na, der hat ja eh einen Schutzschild. Der hat ja eh einen Schutzschild. Ja, Schutzschild unterbrochen. Ist ja der jetzt schon wieder. Der hat schon wieder Bossleben. Die anderen hatten das nicht. Wirklich stark ist der jetzt auch nicht unbedingt, oder? Nee. Das auf jeden Fall nicht. Nur das Level geht vollkommen klar, also ist jetzt nicht der Rede wert. Zack. Und reinhauen. Ich hab ihn gleich. Das ist ja echt eine Lusche, oder? Ich hätte mir den jetzt stärker vorgestellt, ganz ehrlich. Und die anderen, die waren ja die zwei zusammen stärker als er. Nö, das ging voll. Verdammt,
Verdammt, ich wusste nicht, dass er so stark ist. Bleib nun eine Hoffnung. Zwickt ihn in den Schwanz. Schnell. Ich hab doch gar keinen. Also gut, tun wir es. Operationsschwanzzwick. Alter. Jawohl, Sir. Ja, ja, zwickt ihn in seinen Schwanz, hä? Ja, er hat doch keinen mehr. Was ist denn, König Pilaf, warum knallst du nicht? Hä? Er hat doch gar keinen. Oh mein Gott. Was? Was tun wir denn jetzt, König Pilaf? Dann müssen wir ihn eben mit Gewalt ausschalten. Schuh, Mai, Zeit zur Vereinigung. Jawohl, Sir, verstanden. Jawohl, Sir, verstanden. Das Einrasten. Oh nein. Das gibt's ja auch noch, wusste ich. Ja, ich dachte, ich hätte die jetzt geschafft, aber die werden jetzt zu einer riesen Kampfmaschine. Den konnte ich auch, glaube ich, damals bei Dragon Ball Budokai Tenkaichi spielen, glaube ich. Also diese Kampfmaschine, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ist schon heftiger. Guckt euch mal an, wie die vereint aussehen. Ziemlich krass. Doch, doch. Jetzt muss ich natürlich jetzt hier mit meinem wenig Leben gegen die als Riesen Teil kämpfen. Das ist natürlich... Aua! Boah, scheiße! Ich kann doch nicht alle gleichzeitig abwehren. Wenn ich verliere, darf ich das ganze Level noch von vorne spielen, wa? Oh nein! Ah. Ja, ist klar. Alter. Ah, jetzt hat sie aber Gott sei Dank trotz allem gespeichert. Weil ich wollte das ganze Level jetzt nicht nochmal von vorne spielen. Das wär ein bisschen heftig gewesen, oder? Ich glaube, ich muss den gar nicht angreifen. Ich muss halt einfach nur... Noch einer? Und noch einer? Nee? Ich muss einfach nur seine... Von denen die Raketen abwehren? Genau, und dann kann ich schlagen. Mehr ist das nicht. Muss ich natürlich alle treffen. Das ist die Sache, ne? Das ist nicht so einfach. So, versuchen wir es nochmal. Da musst du drauf aufpassen, auf die Blitze. Die sind schon heftig. Gleich schießt er wieder seine Raketen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Immer ein Stück nach hinten gehen dabei. Dann wird das auch was, sonst kriegst du direkt einen in die Fresse. So, einmal noch. Ganz schnell weg wieder. Oh ne, macht ihr dann eine Druckwelle. Okay. Ja, es geht eigentlich. Man muss halt wirklich aufpassen. Und seine Schritte erkennen. Und jetzt? Oh, Kamehameha. Kamehameha. Ja. Wie geil. Oh, das sieht so cool aus. Ja, stirb. Hab ich dich. Ich musste dir noch nicht mal alle Leben absaugen und bis ausradieren, so, ne? Well, I won, so where's my Dragon Ball, huh? I haven't given up yet. I'm still in this. Shoo, do something! It's too late for that now, Emperor! Mai! You gotta stop him for me! We can't! He's a monster! How can anyone stop him? Well, you done yet? Only one choice left! You won, here you go. Jerk. Jerk, wie der guckt, Alter. Voll traurig. Pilafs Aufstieg. Das war ein Level. Krass, oder? Hat natürlich ein bisschen gedauert. Goku finally collected all 7 Dragon Balls. With his friends, he returns to the land of Korin to summon the legendary dragon Shenron and resurrect Upa's father. Gut. Bin ich mal auf das nächste Kapitel
gespannt. Ah ne, es geht noch weiter. Vorschau. Shenlong, ich rufe dich. Bling, bling, bling. Boom. Wum, wum. Ja, die Soundeffekte muss ich jetzt machen. Gibt's nicht. Ich bräuchte jetzt Lux Lightling, der kann das besser als ich. Bring, 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 bring. Bring deinen Wunsch vor, egal was es ist, und ich erfülle ihn. Ich komme so bescheuert vor. Upa, los! Okay! Bitte, belebe meinen toten Vater wieder. Kannst du das tun? Ganz einfach, ich kann jeden Wunsch erfüllen. Es ist halt einfach so bescheuert. Schwibberding, bling, bling. Vater, Vater. Vater! Opa! Du bist zurück. Oh, Vater, du bist zurück. Oh ja, ich habe mit diesem Attentäter gekämpft. Ach ja. Son Goku hat die Dragon Balls eingesammelt und dich zurückgeholt. Was? Das hat er für mich getan? Voll nett, voll süß, aber dein Wunsch ist erfüllt. Bring, bring. Shh, leb wohl. Shh. Bring. Was ist der vierte? Ach, da ist er. Okay. Oh! Hahaha. Er hat gleich eingeschnappt. Aber er ist nicht gelb. Ich glaube, das braucht ein paar Jahre, bis er sich wieder was wünschen kann. Goku, thank you so much. I'm just happy you're alive again. We thank you as many times as there are stars. Well, I better get going. You're leaving already? Cannot you stay longer? You are... I'd like to, but I've got people waiting for me. See you later, okay? Okay. Okay. Bye. Bye-bye, guys. See you later. So, jetzt haben wir es aber endlich geschafft. Nach einer halben Stunde. Goodbye. Musst du dir mal überlegen, zwei Level in einer halben Stunde. Obwohl es nur zwei waren, ne? Noch. Okay. Und der Abschnitt besteht natürlich aus ziemlich viel Text, wo wir jetzt gerade gemacht haben. Obwohl das nur ein Level war. So he stands back in good shape, huh? Yep, and totally alive. You've done a good thing, Goku. You'll be looking for your Gramps ball in a year, huh? Ach, in einem Jahr war das. I actually caught it before it flew off. So you're done searching for those things. Stram, I've got a world tournament to train for. Ah, genau, stimmt. Jetzt kommt ja der Wettkampf. I'm actually training under Master Roshi the... Guess we'll all be training together, huh? Dann weiß ich, was Stufe 8 beinhaltet. What? You won't get any stronger if you need to travel the world. Ah nee, doch. Muss durch die Welt reisen. Gut, ich dachte. Naja. I will see you at the tournament. Got it. See you at the world. Okay. Hold it. You can't. You gotta walk. Run. Huh? Oh Scheiße, stimmt ja. Well, whatever.
Gut, und ich glaube, Stufe 9 ist vielleicht das Turnier, kann das sein? Aber irgendwo kam King Piccolo nochmal vor. Goku takes off in pursuit of greater strength, while Krillin and Yamcha train under the eyes of Master Roshi. The World Martial Arts Tournament is 3 years away, but even this early, every second of training counts. Oder sind die 3 Jahre jetzt rum? Ich weiß es nicht, wir haben auf jeden Fall das Level geschafft. So, hat ein bisschen gedauert, Leute, aber Zeit, es hat sich ausgezahlt. Stufe 7.1. Aber da bin ich relativ zufrieden mit. Oh, es hat aber doppelt so lange hat es gedauert, ne? Stufe S. Es ist doch relativ. Es ist gut. Es ist bestimmt mega gut. Gut. Das war jetzt eine ganze Stufe. Voll krass, wie lange das gebraucht hat. Das Turnier im Chaos. Okay, dann ist das dann doch schon 3 Jahre danach mit dem Turnier. Hätte ich mir beinahe so denken können. Und dann Stufe 9 ist dann das Finale. So, Leute, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann machen wir das ein Turnier im Chaos. Dann freue ich mich sehr drauf. Gut, bis dann, tschüss.